Wo guckt ihr nach den Skins? Habt ihr irgendwo einen Link reingekloppt? Ich suche einfach mal nach Minecraft Skins. Ach so, okay. Minecraft. Gibt es auch vielleicht einen Uncle Lutz Skin? Da gibt es sogar cool. Minecraftskins.com, genau da war ich sogar. Ja, hier müssen wir auch zugelegt. Hier das ja. Ich bin gerade drauf. Du kannst auch oben suchen, du kannst auch nach Recommended und nach was weiß ich. Also kannst du einfach suchen, was du haben willst und meistens gibt's und so. Oh, ich würde das gerne mal selber bauen. Das muss man doch bestimmt selbst. Was für eine Datei lädt man das so runter? Editor, glaube ich. Wenn du Editor gehst, dann kannst du einfach selbst ein Dings pixeln und machen. Es gibt's aber sicher auch, dass du es selbst irgendwo anders machst. I don't know. Weil da würde ich jetzt irgendwie einen Uncle Lutz Skin reinballern. Das ist ja richtig geil. Also da kannst du dich wirklich viel rumspielen. Und das geht auch wirklich einfach. Ich habe mir selbst auch mal früher einen gemacht. Der war zwar nicht schön, aber selbst gemacht. Kannst du einfach da reinpixeln und dann sagst du einfach Download und hast du die Datei, machst du den Minecraft Launcher rein, fertig. Das ist sehr. Das wird von jedem Server akzeptiert. Genau. Jo. Also wie gesagt, du machst es rein und das ist der Skin. Egal ob du Singleplayer spielst, Multiplayer, irgendwo. Solange du den Skin ausgewählt hast, siehst du immer mit dem. Witzig. Ja, geil. Krass. Echt cool. Gut, ich bin auch weg für heute. Dann, ja. Bis spätestens nächsten Mittwoch. Nutze ich übermorgen. Genau, wir sehen uns übermorgen. Genau. Aber bis spätestens nächsten Mittwoch, ja. Ich habe nächsten Mittwoch so eingeplant, dass es sich ausgehen, also gut ausgehen sollte. Perfekt. Geil. Es ist quasi die anderen Tage dann absolut nichts möglich. Mittwoch habe ich mir irgendwie freigehalten. Geil. Also freigehalten, aber dass ich halt irgendwie um 3, 4 zu Hause bin, sowas. Da muss man Prioritäten setzen. Richtig. Das ist schon geil, ja. Dann schönen Abend noch. Jo, schönen Abend. Bis dann. So, was machst du jetzt noch? Ich würde tatsächlich gleich dann auch Feierabend machen. Ich überlege gerade, ob ich mir noch einen Skin baue und stream. Ja, da kann man sich echt viel rumspielen. Ja, ich dachte halt, man kann ein Bild hochladen. Das ist halt so cool, dass es ist. Also Minecraft ist eins der wenigen Spiele, wo halt, ich sag mal nicht alles, aber 90-95% halt einfach so mega easy gemacht sind. Also ich kenne kaum ein Spiel, wo alles so einfach einzustellen ist irgendwie. Auch die Skins, so, du suchst danach und lädst runter, rein, fertig. Und kannst auch, machst im Editor einen Skin, Download, machst das in Minecraft rein, fertig. So. Ja, ist mit Einstellungen allen möglichen, es ist halt sehr kompatibel mit allen möglichen. Und es ist auch eigentlich auch extra so gemacht, so, dass es mit allem nutzbar ist und dass du alles drauf machen kannst und modden und was weiß ich was. Das ist echt Wahnsinn, wie gut das funktioniert. Du musst dich halt informieren, wenn du wegen Mods schaust. Früher brauchte man halt extra einen Launcher dafür. Ich weiß nicht, wie es jetzt funktioniert, da müssten wir mal schauen. Okay. Mods nutzen. Minecraft-Mod nutzen. Ich glaube, du kannst auch diese Ressourcen einfach aktivieren, ne? Ich guck gerade mal. Möglich. Kopieren Sie den kompletten Ordner an einen anderen Ort. Sollte bei der Installation etwas schief gehen, haben Sie denn zur Not immer noch das Backup? Okay, das ist klar. Minecraft-Mod-Installer installieren. Ach da, tatsächlich. Mod auswählen und auf den grünen Button klicken oder bereits selbst heruntergeladene Mods hinzufügen, indem Sie rechts oben auf Mods importieren klicken. Abschließend auf Mods installieren klicken. Fertig. Also du brauchst halt einen extra Launcher oder irgendwie sowas dafür, aber es war trotzdem sehr easy. Ja, so ein Mod-Manager sozusagen, genau. Das genau so ist. Ist nicht dramatisch, das geht halt echt klar. Ich schicke da mal kurz schick den Link mal bei uns in Discord. Mod Manager nutzen, um Mods zu installieren. Zack. Genau, und dann haben wir hier die Minimap-Mod. Ich glaube, das sind halt alles, wäre krass, wenn man das serverseitig schon vorgeben könnte, dass jeder eine Minimap hätte. Ja, ich feiere die Minimap total. Kann man, nee. Mit Plugins arbeiten? Nee, wird nicht funktionieren, oder? Plugins? Weil damals konnte man mit Plugins relativ viel machen auf Servern, da braucht man auch keine Mods dafür.
Aber ich weiß nicht, okay, wie das bei so einem privaten Server wie bei dir halt funktioniert hat. Ja. Minecraft Server Plugins. Aber ich weiß auch nicht, wie. Also, wie viel man Plugins einsetzen kann, wie viel man da wirklich verändern kann. Da kenne ich mich jetzt nicht, wirklich nicht aus. Keine Ahnung. Ja, das ist, müsste man sich mal einlesen, denn, ne? Frage ist halt, wie man, genau, ob man die jetzt irgendwie nachträglich installiert oder ob man die mit so einem Image quasi, also eine quasi, ob man es neu aufsetzen müsste dafür. Boah, aber ich muss sagen, echt krass schwer. Minecraft ist echt schwierig. Hätte ich nicht gedacht, dass das so schwierig ist. Das ist kein Spiel, was dir irgendwas schenkt. Ja. Ja, also das ist, ich dachte, das wäre halt wirklich so ganz komplett easy und die würden dir nicht viel abfallen. Nee, wir sind da noch bei, es gibt noch andere Areas, sag mal so nicht, die ich von früher noch kenne, die schon wirklich sehr krass damals waren. Also auch Gegner, die einfach nur gemein sind. Also, das ist halt oft hast du in Minecraft so nicht dieses, der Gegner ist viel zu stark, sondern einfach, der hält halt was aus, der Gegner, und haut dir halt irgendwelche Effekte oder irgendwas drauf, was dich halt komplett aus dem Leben nimmt. Boah, okay, krass. Ja, so wie zum Beispiel die Hexen. Die Hexen halten da was aus und sind jetzt wirklich nicht so gefährlich, dann haut er dir einen Gifttrank drauf, haut dich auf ein halbes Herz runter. Für eine Minute oder sowas bei mir vorher. Und braucht einen Zombie kommen und so und zack, tot. Und sowas gibt's halt gerne mal in Minecraft. Und dann bist du natürlich froh, wenn du irgendwo ein Bett gebaut hast. Oder die Creeper, weil die hört man auch gar nicht. Die einfach kommen und dann explodieren sie vor deinem Gesicht oder so. Achso, ich wollte gerade sagen, das sind die, okay, die Explosionstypen, ne? Ja, genau. Mhm. Ja, das ist auch krank, ey. Das ist so, also, obwohl, wenn man sie sieht, sind sie halt unproblematisch, ne? Aber dann, ja. Es ist nicht so schlimm, wenn man sie sieht, aber es ist trotzdem. Ja, aber ich mag euch die Variety, sag ich mal, von Gegnern in Minecraft. Von Standardgegnern. Safe. Ich hab gerade mal eine Idee, warte mal. Ich bastel mir hier gerade mal was Schönes. Convert to Skin. Smoothing. Smoothing ist, glaube ich, gut. Ja. Das ist gut. Oh Gott, was ist denn das? Das Bild ist ein bisschen random gekommen. Irgendwie kennt man das fast gar nicht. So ein bisschen. Ja, die gelbe Brille und das Gesicht. Wäre cool, ja, wenn es okay, auf dem Gesicht wäre. Ja, genau, das wäre halt echt praktisch, ja. Ich guck gerade mal, ob ich das hier irgendwie. Also das Ding ist, bei Minecraft siehst du ja zu 90% der Zeit oder 95% siehst du ja nur das Gesicht. Man hat halt einfach Arme auf oder man hat irgendwas anderes angezogen, so man sieht halt, es ist in den Körper kommen. Ach stimmt, ja, und dann ist es ja noch unnötiger eigentlich, ja, im Grunde genommen. Es ist halt immer nur diesen Farbdings im Gesicht. Oh scheiße, ey. Macht sich hier einen riesen Kopf extra. Anke Lutz Logo könnte ich mal versuchen. Oder Figur, warte mal. Nicht das jetzt da reinballern? Warte mal. Datei auswählen. Man müsste eigentlich extra eine Datei dafür haben. Das wäre eigentlich cooler. Die wirklich darauf angepasst ist. Oder ein ganz kleines Bild. Kleines Bild sind dann nur oben rein, machen wir los. Oder wie meinst du? Ja, also du kannst es leider immer nur als Ganzes nehmen. Das ist das Problem. Es geht immer auf die ganze Figur. Aber dass man irgendwie ein Bild nimmt, was nicht so viele Details quasi hat. So ein ganz unkompliziertes Bild.
Zum Beispiel mein Profilbild von Twitch. Ist eigentlich schon witzig, muss ich sagen. Ist schon cool. Aber man sieht ja das Gesicht dann nicht so. Ja, das Gesicht ist halt irgendwie auf dem Körper leider, ja. Also du kannst auf Edit drücken, kannst du das noch anders machen und ist einfach ein neues Bild. Ja, du kannst halt hier dann irgendwie nur rum malen quasi. Ach so, okay. Ich dachte vielleicht, dass du das Bild ein bisschen nach oben schieben kannst oder so. Ja, das wäre geil gewesen, aber das macht er irgendwie leider nicht, ne. Der ist ja auch geil, der Burger Guy. Oha! Gott sei Dank. Captain Dunkel, ey. Ja, du findest dann alles möglich. Als Kind. Pepsi! McDonald's. Alles krass. Fast Food Guy. Boah, warum gibt's da so geile Mobs? Huch. Wie random ist der denn? Obama! Ja, Obama ist schon cool. Ah, da ist hinten ein Shrek drauf. Oh Gott. Obama ist echt geil. Ob ich den runterladen kann auf die Schnelle? Download Shrek No Wait Obama Skin? Ja. Hier? Shrek No Wait Obama. Achso, ja. Was für komische Dateien. Boah, okay. Crazy. Ja, genau, und das gibt's da einfach in. Also bei Skins, New Skin. Also bei Minecraft Skins, New Skin. Ja. Und dann einfach die Datei da reinhauen. Ich guck grad mal. Also dieses Bild da. Genau. Minecraft erstmal raussuchen. Habe ich denn Minecraft überhaupt installiert? Weiß ich gerade gar nicht. Sonst weiß ich das immer. Dateifahrt öffnen. Du musst einfach nur den Launcher halt öffnen. Ach so. Ich mache den Launcher an, okay. Dann beim Launcher kannst du ja, wenn du auf der Minecraft Java Edition bist, einfach auf Skins dann. Mhm. Ist oben in der Mitte so ein Reiter. Das lädt aber auch lange gerade. Holy moly. Ja, das lädt bei mir auch immer gerne. Das ist irgendwie. Ist irgendwie so ein Ding. Ah, jetzt. So, ach da, Skins. Ach, krass. Da kannst du auf ein neuer Skin und dann kannst du eh bei Skin-Datei kannst du auf durchsuchen und einfach die Datei ran. Okay, krass. Den Skin noch benennen halt.